Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, unser Zoo ist richtig, richtig voll. Und wenn wir die Zeit weiterlaufen lassen, dann wird hier auch ein bisschen Baby streben und natürlich die FPS auch ein bisschen einsacken. Ich glaube, genau, das Leistenkrokodil bekommt bald wieder Nachwuchs. Also das hier, das ist doch pregnant oder hat es schon geboren. Also es scheint schon erwartet Nachwuchs. Nachwuchs erwartet am Juni. Aha. Okay. Oh, ah, ja, das mit dem Mitarbeiterraum. Das muss ich mir noch ausdenken. Ja, ja, da muss ich mir was überlegen. Da muss ich ein Haus jetzt bauen. Und dann soll Wölfen gleich geht's hier richtig gut. Was passt denn schon wieder nicht im Gehege? Achso, weil der stabile Rückzugsort. Ja, das muss ich mir nochmal anschauen, warum das jetzt hier zum Beispiel nicht gilt. Ist das nicht hoch genug oder so? Da lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen, weil eigentlich ist das ja ein stabiler Rückzugsort. Aber ansonsten baue ich hier halt nochmal in den Hinterhöhen und dann... Diese Galapagos-Schildkröten, ne? Sind hier eigentlich eine wahre Plage. Okay, wir kümmern uns jetzt echt um das Mitarbeiterhausproblem. Da bauen wir jetzt ein großes Mitarbeiterhütchen hin. Und zwar hier hinter. Da bauen wir jetzt so einen Weg. Wege. Mitarbeiterwege. Und der geht jetzt noch mit länger. Also. Der geht jetzt ein bisschen vor. Und dann bauen wir hier den jetzt ein Gebäude hin. Weil den hier Mitarbeiterunterkünfte nicht nur eins mehr reicht, baue ich jetzt da was Größeres hin. Bericht zur Ansicht bereit. Oh. Was sagt der Bildung? 3 Sterne. Das Gehege 6. Ja, das Gehege 6 ist auch erst gerade in der Ding. Aber Sauberkeit ist sehr schön. So, Einrichtungen. Bauen. Haus. Wände. So. Porenbetonwände. So, das tun wir jetzt mal hier so hingestalten. Und dann gehen wir direkt auf Einrichtungen. Mitarbeiter. Mitarbeiterräume. Weil die gehen wir ja so dezent auf den Sack. Das bedeutet, hier kommen mehrere Mitarbeiterräume hin. So. Dann bauen wir jetzt hier... Nee, Bau. Dann bauen wir Porn... Nee, Pornbeton. Wo ist der Pornbeton? Sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Warte mal, wo sind denn jetzt hier die Türen? So. So. Hier hinten kommt jetzt an den bestimmten Teil ein Fenster dran. Das reißen wir ab. Da kommen Pornbetonwände noch drauf. So, und jetzt hat... Tun wir das hier auch gegen Fenster nochmal austauschen. Da die ja sonst anfangen zu meckern, sicherlich. Meine Aussicht, meine schöne Aussicht. Mein Fenster. Ich kann nichts sehen. Und damit wir jetzt hier nicht noch mehr Gemecker haben als von den Besuchern,
wird hier halt sowas gebaut. So, und dann hier noch einen schönen Eingang drüber. Dann machen wir Dach. Dach. Kann ich das hier irgendwo raussuchen? Ah, das gehört wahrscheinlich hier noch dazu. Ja, was haben wir denn da für Auswahlmöglichkeiten? Machen wir da Regenwände. Finde ich cool. Machen wir ein bisschen was anderes. Kriegt aber verschiedene für die Variation ein bisschen auf die Schnauze, aber Stoff. Wir bauen ein Regipsdach. Regipsschräge 1 Meter. Bedeutet, hier kommt eine 2 Meter Wand drauf. Oh, ich habe obere Abschluss drauf gesetzt. Hupsi, naja. Schadet ja jetzt auch nicht unbedingt. So, dann wieder auf Dach. Ah, warte mal, hier in der Mitte müssen noch 2 Meter zur Decken drauf. Oder waren es einfach so. Sollten ja nicht die Mitarbeiter unbedingt sehen, was über den Köpfen passiert, ne? Ich hatte leider noch nicht die geilen Dächer oder so. Könnte man hier zum Beispiel schon geile Dächer bauen, aber das geht natürlich im Moment noch nicht. Da haben wir noch nicht die freigemittelten Sachen für. Wir machen voll die bekloppte Dachkonstruktion, aber hier so kommt ein bisschen Holz drüber. Ich glaube, die war falsch postiert, weil die höher liegt als der Rest. So. 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 Und dann müssen wir jetzt hier auf Wege. Wege löschen. Wieso kommen sie auf die erste Idee, dort hinten einen Weg? Hey. Hä? So. So, jetzt sind alle zugänglich. Bedeutet es Mitarbeiterhaus. Da haben wir jetzt auch schon mal die Ruhe von. Ah, endlich. Einrichtung. Oh. Dann kriegt es noch eine Einrichtung davor gesetzt. So. Davon haben wir mittlerweile schon eine weitere Entwicklung. Und zwar den Stromgenerator. Nee, oh. Das wollte ich doch gar nicht. Aber okay, dann setzt man den hier hin. Passt. So. Warte, die Mitarbeiter haben jetzt hier mal ihre Ruhe. Was haben wir denn noch alles im Tierhandel aktuell, was wir zum Beispiel mal überwachen sollten? Ein Dallschaf und ein Rentier. Schauen wir, ob wir Dallschafe oder Rentiere finden. Die müssten hier ganz unten sein. Dallschaf, Rentier, Eisbär. Guck mal, voll viele Rentiere. Und Dallschafe gibt es auch welche. Kaufen? Jetzt schauen wir kurz im Tiermarkt. Was habe ich denn da? Ja, männlich, weiblich habe ich schon mal fast. Und Rentier habe ich ein weibliches. Und dich kaufe ich auch. Yes! Rentiere. Geil. So.
dann machen wir das. Modellschafe. Ich brauche aber nicht Munitionmännchen. Habe ich den Eisbär wieder rausgehauen oder warum ist der nicht mehr da? Doch, Eisbär ist noch drin. Und der Polarwolf. Aber Polarwolfe gibt es sicher nicht zwei. Nee, gibt es nicht. Nur gibt es einen. Schade. Dann würde ich mich doch mal an den Trinktier machen, oder? Vor der Tieraufnahme, bevor der neues Tier. Ja, okay. Sollte relativ klar sein. Sogar da oben läuft einer rum. Oh mein Gott. Gebt euch das. Also schon episch. Das muss ich schon lassen. Ich finde es halt schade, dass hier hoch keiner läuft. Doch, es laufen ein paar hoch. Aber noch nicht so extrem viele, wie ich es mir erhoffen würde. Die Frage ist, tun wir hier zum Beispiel die Rentiere jetzt hin? Nuala ist erwachsen. Ein männliches. Oh, das könnte ja eher... Was machst denn du hier oben? Geh runter vom Dach. Das wiegt, hält dich nicht aus. Du bist zu schwer. Sind die Leder nicht immer noch überladen? Oh. Jetzt können wir ja mal... Hier das nächste Gehege planen. Das wäre jetzt das Rentiergehege. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Krankes Tier entdeckt. Tierarzt gerufen. Nein. Ist schon vom Tierarzt gesagt. Wir haben eine Inkubation von irgendeiner Krankheit. Was? Drei Tiere? Ach du Scheiße. Inkubation Campylateres. Ich schau mal nach der Campylateres. Campylateres. Ja, ja. Passt, dann können wir gleich mal nach der Campylateres gucken. Da. Ein Forscher tut bitte die aktive Krankheit erforschen, was da los ist. Hatte ich nicht aber mal. Ist die gestorben oder was? Wir haben keine von denen. Keine Schlange mehr da. Sagt mir doch jemand, dass wir keine Schlange mehr haben. Keine gelbe Anaconda. Gelbe Anaconda. Nehmen wir eine teure. Zwei Sterne oder nee. Wartet im Handelszentrum. An Zosen. Hier. So. Och nee, jetzt kämpfen die um den Alpha-Status. Wo sind sie denn? Wo sind die Nervensägen? Dieses Alpha-Tier, das ist aber auch das Alte. Bedeutet, mein Freund, es tut mir leid. Ich kann ihn nicht freilassen, aber ich kann nicht verlegen. Ins Handelszentrum. Und im Handelszentrum. Schnell handeln. Bestätigen. Und tschüss. Aber jetzt kommt es drauf an, was. Hier kann nicht freigelassen werden. Ja, das sind mir wurscht. Ich will die auch behalten. Alter, diese Galapagos-Schildkröten, ne? Oh. Tierarzt. Tun soll die Krankheit auch gerade erforschen, aber... Ah, apropos. Forschung. Technikforschung. Da hat sich doch sicher auch schon was getan. Rückzugsorte wurden nicht fertig erforscht. Dann tun wir doch mal die Getränkeläden. Erforschen. Und wie wäre es mit Mitarbeitereinrichtungen auch? Damit wir die beiden Sachen bald mal durchhaben. Und ich wäre jetzt dafür, dass wir hier einen Unterschlupf bauen für die Rentiere. Der dann... Also sozusagen, wir schließen hier direkt das nächste Gehege an. Hier kommt ein neues
Zaunstückchen. So. Das reicht ja schon mal. Aber da dran soll dann das Gehege gleich, oder beziehungsweise auch der Unterschlupf anschließen können. So. Bedeutet, hier müssen wir jetzt einen Unterschlupf hinbauen. Bauen. Korenbeton. Ne, Wand brauchen wir dafür. Wir brauchen eigentlich nur Wände. Metallplanken. Machen wir da Metallunterschlupf oder was? Eigentlich könnte man den auch noch hier hinten hinziehen, ne? Rein theoretisch. Afrikanische Wildhunde kriegen schon Nachwuchs. Oh mein Gott. Das ist ja genial. Hier machen wir mal so einen richtigen großen Unterschlupf für die Rentiere. So. Afrikanisch. Alter, what the fuck geht hier ab jetzt? Perfekt. Dann kommt noch die Abflachung drauf. So. So. Das wird das größte Unterschlupf, den wir bis jetzt gebaut haben für die Rentiere. Aber die Rentiere werden auch unsere neue Top-Attraktion. Aber Leute, um das Gebäude kümmern wir uns in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.